Red One Feischt. Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meinerseits. Ich bin es, euer Red Feischt, und heute möchte ich mit euch über ein ganz besonderes Smartphone sprechen, wie ich finde. Für mich ist es ein besonderes Smartphone, nämlich das iPhone SE, was ihr da auf der rechten Seite seht. Daneben habe ich einfach mal zum direkten Vergleich das iPhone 5S gestellt. Warum ich das getan habe, da komme ich gleich zu. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum macht der jetzt in 2020 und dann auch noch im März ein Video zum iPhone SE, wo ja höchstwahrscheinlich, wenn die Gerüchteküche stimmt, Apple schon Ende diesen Monats den direkten Nachfolger vorstellen wird. Erstens war lange Zeit überhaupt nicht klar, ob es jemals ein iPhone SE 2 geben wird. Jetzt sind die Gerüchte natürlich da. Was man bisher weiß, wird es wohl den Formfaktor des iPhone 8 haben, höchstwahrscheinlich. Ob es ein Notch-Display haben wird, ob es Touch-ID, Face-ID haben wird. Das sind alles Gerüchte, die im Moment so rumkursieren. Man weiß es noch nicht genau, aber Fakt ist, dass sich die meisten sicher sind, dass es auf jeden Fall den Formfaktor eines iPhone 8 haben wird. Das heißt 4,7 Zoll. Und da sind wir schon direkt beim ersten Punkt. Was ich nämlich am iPhone SE so toll fand, ist, als es seinerzeit rauskam, hatte es größtenteils die Specs eines iPhone 6S. Das heißt, es war generationstechnisch gesehen zwei Generationen neuer als das iPhone 5S. Das heißt, wir hatten 12 Pixel Rückkamera vom iPhone 6S. Das heißt, wir konnten Full HD mit 60 FPS und wir konnten sogar schon 4K mit 30 FPS filmen. Das ging nämlich mit dem iPhone 5S gar nicht. Das konnte Full HD nur bei 30 Frames und 4K noch gar nicht. Also, das heißt, wenn man jetzt nur die 4 Zoll Geräte betrachtet, ist das iPhone SE definitiv das stärkste 4 Zoll Gerät, was Apple jemals gebaut hat. Und ich habe es mir jetzt auch im Grunde als Backup-Gerät geholt, weil das iPhone 7, das weiß wahrscheinlich auch noch nicht jeder, ich habe es auch, glaube ich, noch nie wirklich so gesagt, habe ich mittlerweile abgegeben. Innerhalb der Familie nutze ich hauptsächlich jetzt das iPhone XR und ich wollte aber ein Backup-Phone haben, und weil mein iPhone 5S akkutechnisch nicht mehr so ganz fit und top ist und auch noch aus einem anderen Grund, komme ich gleich zu, habe ich mir dann jetzt noch ein iPhone SE gebraucht gekauft. Wir haben hier eine Variante mit 64 GB Speicher, das heißt genauso viel wie bei meinem iPhone 5S. Und ja, der Akkuzustand liegt noch bei 100%. Es gab Gebrauchsspuren, die hielten sich aber in Grenzen bzw. ließen sich durch eine Panzerglasfolie wunderbar kaschieren. Und ich bin super zufrieden. Warum bin ich aber damit zufrieden? Wenn wir jetzt mal das iPhone SE 2 weglassen und auch alle neueren iPhones weglassen, dann ist ja ein entscheidender Punkt beim iPhone SE und eben auch beim 5S, deswegen steht es da, ganz entscheidend, nämlich die Größe. Denn das sind die letzten 4 Zoll Geräte von Apple, das heißt die letzten Geräte, die man ohne Probleme mit einer Hand bedienen kann. Und das meine ich wirklich, man kann die tatsächlich mit einer Hand bedienen. Ich habe nicht die größten Hände, aber ich hatte schon beim iPhone 7 Probleme mit der Einhandbedienung. Und deswegen, so sehr ich irgendwann auch mit der Tastatur Probleme hatte bei dem Formfaktor und irgendwann immer auf die Tasten gelatscht bin und irgendwas geschrieben habe, was ich nicht schreiben wollte, so sehr vermisse ich aber manchmal tatsächlich erstens das Gewicht dieses Gerätes, denn es ist noch komplett aus Aluminium und eben nicht mit Glasrückseite. Hauptsache man hat Wireless Charging und so ein Kram, den man meiner Meinung nach nicht wirklich braucht. Dadurch ist natürlich jedes iPhone im Grunde, was hiernach rauskam, wirklich deutlich schwerer geworden. Es ist klein, es ist kompakt, es ist leicht und im Falle des iPhone SE auch wirklich noch performant. Ich habe es eben gesagt, es ist die Technik vom iPhone 6S hauptsächlich drin. Es ist im Grunde genommen so eine Art Frankenstein-iPhone, würde ich fast sagen. Denn wir haben hier, wenn wir uns das jetzt mal genau angucken, im Grunde das gleiche Design wie beim iPhone 5S fast. Also neben dem Design ist auch das Display tatsächlich das gleiche, sowie der Touch-ID-Sensor der ersten Generation. Das heißt, was die Front angeht, ist im Grunde fast alles identisch zum iPhone 5S bei dem iPhone SE hier. Nur, dass wir bei der Frontkamera jetzt auch den Retina-Blitz haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann der eingeführt wurde. Auf jeden Fall sind, wie gesagt, die Frontkameras identisch, sowie das Display und der Touch-ID-Button. Die ganze Sensorik, die hier drin steckt, die ist auch identisch. Wenn wir uns das jetzt mal im Detail auch von hinten angucken, dann sehen wir vielleicht einen kleinen Unterschied, nämlich dass der Rahmen des Gehäuses jetzt, also hier die Kanten besser gesagt, matt ist. Und hier war er noch ja, glänzend. Und eine etwas größere Neuerung, wie ich finde, ist, dass das Apple-Logo jetzt hier in Edelstahl eingelassen ist, Hochglanz. Und hier war es einfach nur so ein ausgesparter Bereich im Aluminium-Unibody-Gehäuse. Anschlusstechnisch sind die beiden Geräte auch identisch. Das heißt, wir haben neben dem Lightning-Port zum Laden hier unten den Klinkenanschluss. Und auch das ist natürlich ein Punkt, der für den einen oder anderen gegebenenfalls interessant sein dürfte, denn
Apple hat ja mittlerweile bei jedem iPhone im Grunde den Klinkenanschluss langsam komplett über die Wupper geschmissen und gesagt, braucht kein Mensch mehr. Wenn ihr mal einen Klinkenanschluss braucht und eventuell auch ein kleines Smartphone haben wollt, dann ist das iPhone SE natürlich auch eine super Sache. So, jetzt habe ich gerade gesagt, wir haben viel vom iPhone 5S, was das Design angeht, was die Front angeht, also Sensorik, Touch-ID, Kamera, Display. Wir haben aber eben auch, und das macht das iPhone SE im direkten Vergleich zum direkten 4 Zoll Vorgänger halt auch so spannend, halt auch viel Technik vom wesentlich neueren iPhone 6S drin, nämlich die Heckkamera. Ihr könnt 4K bis zu 30 FPS filmen, Full HD mit 60 statt nur mit 30 FPS wie beim iPhone 5S. Allein das macht das Gerät für mich schon interessant, gerade auch als Backup-Handy, weil in Kombination mit meinem iPhone XR habe ich jetzt im Grunde zwei Geräte, die Full HD mit 60 FPS filmen können, was natürlich super ist, wenn ich halt mal zu der Hauptkamera noch eine zweite brauche. Der Akku ist natürlich im Vergleich zum 5S noch mal ein bisschen besser gewesen, bringt euch eigentlich locker durch den Tag, wenn ihr nicht wie die Bekloppten das permanent mit On-Screen-Time, 100% Helligkeit etc. benutzt. Und ein entscheidender Punkt, und deswegen ist es für mich jetzt auch tatsächlich wieder interessanter geworden, so ein Gerät für längere Zeit zu nutzen, um hier vielleicht einen Let's Check oder so rauszuhauen, falls ihr das sehen möchtet. Nämlich die Tatsache, dass wir jetzt hier Folgendes haben. Auf dem iPhone 5S iOS 12.4.4 und hier jetzt iOS 13.3. So, jetzt könnte der ein oder andere von euch natürlich sagen, ja, Moment, jetzt wird aber demnächst mit Sicherheit iOS 14 vorgestellt, das neue iPhone SE, und dann fliegt das hier supporttechnisch wahrscheinlich raus. So, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ihr da recht habt. Will da auch nicht widersprechen. Aber erstens, gibt es auch heute noch genug Leute, die selbst noch ältere iPhones benutzen. Sehe ich oft genug, wenn ich morgens in der Bahn unterwegs bin zur Arbeit. Und die Dinger laufen ja auch noch performant mit dem jeweils letzten iOS, was dort drauf war. Und selbst wenn das iPhone SE jetzt kein iOS 14 mehr kriegen sollte, hat es aber für mich einen großen und entscheidenden Vorteil meiner Meinung nach. Nämlich die Tatsache, dass ihr jetzt hier die Swipe-Tastatur nutzen könnt. Das heißt, das, was bei Android schon seit Anno Tobak ging, wird jetzt auch offiziell und eben nicht durch Drittanbieter-Apps, die es natürlich gab, auch bei iOS unterstützt. Und das macht natürlich den großen Nachteil, den ich irgendwann am Anfang des Videos mal erwähnt habe mit dem iPhone 5S, dass man sich vertippt, ein Stück weit wieder weg. Weil wenn man sich ein bisschen an das Swipen gewöhnt hat mit der Tastatur, dann kann man natürlich auch auf dem iPhone SE, obwohl es so klein ist, wieder verhältnismäßig komfortabel und gut tippen. Wenn das Wörterbuch dann mit der Zeit auch ein bisschen dazulernt und an den Schreibstil, sage ich mal, des Nutzers gewöhnt hat, dann kann man damit wieder relativ komfortabel schreiben und tippt eben nicht gerne mal auf zwei Tasten rum. Was sonst bei dem kleinen Display, also mittlerweile ist es ja aus heutiger Sicht wirklich klein, durchaus mal passiert. Und das ist für mich halt so ein Dealbreaker. Weshalb das iPhone SE nochmal gerade auch im 2020 nach wie vor interessant ist. Man kriegt es gebraucht relativ günstig. Ich habe etwas mehr als 100 Euro dafür bezahlt und das ist noch nicht mal der günstigste Preis, den man bekommt, wenn man da bei eBay beispielsweise mal sucht. Und deswegen für den Preis, finde ich, ist das absolut in Ordnung. Es ist performant. Die Selfie-Kamera, ja gut, ist jetzt natürlich nicht mehr die beste, aber eine Kartoffelkamera ist in dem iPhone mittlerweile schon lange nicht mehr drin. Also selbst mit dem 5S, mit der Kamera, bin ich seinerzeit und bis heute auch zufrieden gewesen. Klar, je besser die Lichtbedingungen, umso besser die Fotos. Gerade im Lowlight sind die Kameras natürlich nicht so knolle, wie jetzt die beispielsweise von meinem iPhone XR, mit der ich gerade filme. Aber trotzdem ist es ein solides Gerät. Beide Geräte tatsächlich, auch das iPhone 5S sowie das iPhone SE, laufen noch super performant und flüssig mit dem entsprechenden iOS. Und wenn ihr gegebenenfalls das 5S seinerzeit abgestoßen habt, weil es euch dann doch irgendwann zu klein wurde und ihr Probleme mit dem Tippen hattet, dann schaut euch definitiv im Zweifelsfall mal ein iPhone SE an. Denn da habt ihr jetzt die Swipe-Tastatur offiziell von Apple, nicht durch irgendeine Drittanbieter-App, die vielleicht nicht richtig funktioniert. Und das macht für mich das iPhone SE gerade jetzt dann im Jahr 2020 auch interessanter. Und selbst wenn es jetzt kein iOS 14 mehr bekommt, werden nicht von jetzt auf gleich alle Apps auf einmal nur noch mit iOS 14 laufen, sondern eine gewisse Abwärtskompatibilität wird noch eine relativ lange Zeit, würde ich jetzt einfach mal vermuten, da sein, sodass ihr das Gerät auch definitiv noch eine ganze Weile nutzen könnt. Wenn ihr halt ein gutes Gebrauchtes findet, kann ich es an der Stelle halt wirklich empfehlen. Und genau, das fällt mir gerade noch ein, das möchte ich noch erwähnen, dank iOS 13 könnt ihr mit dem iPhone SE sogar Apple Pay benutzen. Ja, und das ist ja auch noch gar nicht so lange auf dem Markt. Also noch ein kleiner Vorteil, das kann das iPhone 5S nämlich auch nicht. Also wie gesagt, ich hatte mir auch ein paar Sachen hier eigentlich
auf meinem iPad aufgeschrieben, die ich jetzt gar nicht irgendwie verwendet habe, aber ihr wisst das ja, ich skripte so gut wie nie und stehe dann relativ planlos manchmal hier vor der Kamera und quassel einfach drauf los, aber ist egal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wie gesagt, lasst mal eure Meinung dazu da zum iPhone SE der ersten Generation, zu Smartphones generell. Nutzt ihr überhaupt ein Apple-Gerät oder nutzt ihr ein Android-Gerät und warum? Was ist für euch der ideale Formfaktor für ein Smartphone? Sagt ihr, ach, die kleinen Dinger brauche ich heutzutage nicht mehr. Ich will ein riesengroßes Smartphone haben. Und es ist ja nicht nur die Bedienung, es ist auch das Reinpacken in Taschen etc. pp. Der Transport generell. Wie seht ihr das? Braucht ihr noch einen Klinkenanschluss oder sagt ihr, den brauche ich sowieso nicht mehr? Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache und kann es daher auch im Jahr 2020 nach wie vor empfehlen. Eben aus den genannten Gründen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Würde mich ebenfalls sehr freuen. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt aber wirklich. Ich bin raus, euer Red Feischt. Ciao.